Zuletzt bei Mario und Luigi Dream Team Bros. Nachdem wir Claude und den Riddler in einem Bosskampf besiegt hatten, trafen wir Kissinger, den Kisso-Forscher. Er konnte uns nicht groß helfen und stellte sich als ziemliche Flachzange heraus, allerdings besaß er das versteinerte Kissen, in welchem sich Bettschmied, der Schmied, welcher uns das Ultibett bauen kann, befindet. Schnurstracks nahmen wir uns das versteinerte Kissen und gingen in die Traumwelt, um den Dude zu befreien, sodass er uns das Ultibett bauen kann. Einen angenehmen guten Tag, Freunde. Herzlich willkommen zum freundlichen Mülleimer-Verprügeln hier in Mario und Luigi Dream Team Bros. Schön, dass ihr wieder hier seid. Ich begrüße euch aus der Traumwelt, in der wir gerade unterwegs sind, um den Bettenschmied zu befreien, der uns hoffentlich... Oh nein, ich hätte auf die Mülleimer gehen sollen. Der uns hoffentlich dabei helfen kann, die Pennhenne zu wecken oder zu beschwören oder was auch immer hier das Rätsels Lösung ist. So, ich probiere jetzt hier erstmal auf die drauf zu hüpfen. Ah nein, die machen den Move wieder. Der ist insane. Der ist insane schwer zum Ausweichen. Unfassbar geil. So, der fängt jetzt wieder an, hier Müll auf uns zu schleudern. So, ich glaube, die zwei werden vor uns droppen. Bam. Und der auch nochmal, der kommt von oben. Da konnte ich nicht treffen, weil ich davor getroffen wurde. Really Sache auf jeden Fall. So, jetzt spielen wir hier Basketball oder was? Oder Volleyball oder was wird denn das jetzt hier, mein Freund? Ja, ist halt dumm von mir. Ich hätte direkt auf die Mülleimer gehen sollen. So. Zwei fliegen straight, drei fliegen straight. Okay, drei von vorne. Das war zu früh. Und der von oben und der, keine Ahnung von wo. Okay. Ja, wenn man einmal getroffen wird, dann hat Mario nicht mehr die Chance, seine Attacke, quasi seinen Hammer passend zu ziehen. Um dann hier den Dudes passend Schaden zu machen. Aber ich sehe gerade, die haben ganz, ganz wenig Leben. Ich glaube, da, guck mal, die haben nicht mal 60 KP. Das sind eigentlich übelste Glaskanonen. Okay, ich muss direkt am Anfang auf die gehen, weil die halt nichts aushalten. So, der wird werfen. Oh, das ist so, natürlich ist mir das auch noch schwindig. Ja, wahrscheinlich, Bruder. Und natürlich darf ich jetzt, ja, natürlich, jetzt kann ich mich nicht wehren. Ja, wahrscheinlich. Da mache ich instant mal mein Kaltgetränk auf, weil ich könnte schon jetzt wieder im Streik kotzen. So, Mario hat sich auch mal wieder, auch mal wieder entschieden, am Kampf teilzunehmen. Ich find's schön, Alter, die werfen so schnell. Diese Gegner sind alle nichts wert. Eigentlich müsste ich den Kampf mit denen total meiden, ne? Also es ist aber, ja, der Part beginnt wirklich mit grandiosen Kämpfen, ne? Da sammle ich mich direkt mal voll. Kann nur besser werden, würde ich an der Stelle mal behaupten, aber Level Up für Mario. Mit Level 32 wird alles besser. Bin ich mir ganz sicher. Ein sehr ausgeglichenes Level-Up. 3-2-3-2-3. So. Und nachdem ich hier böse aufs Maul bekomme, schauen wir mal, ob wir die Verteidigung pushen können. Können wir, zack, kurz eine 4 mitgenommen. Kein Stress. Das kann Mario gebrauchen. Der arme Dude muss böse leiden. Aber nicht, weil er irgendwie mies ist oder so, sondern weil ich einfach ihn so leiden lasse. Es tut mir wirklich leid, Mario, Bro. So, wir haben noch eine Attackenfreiheit. Okay, aber ich will jetzt gegen die kämpfen. Ich werde gegen sie kämpfen. Und ich wollte eigentlich einen Erstangriff machen und sagen, ich mache jetzt den Erstangriff mit dem Hammer. Zum Glück passiert hier nichts. So, und weil ich jetzt hier auch gar keine großen Faxen machen will, packe ich hier direkt meine Traumkugel aus. Mit deren Hilfe ich jetzt all diese Gegner in einem Schuss erledigen werde. Wodurch ich mir nochmal ein paar Erfahrungspunkte hole. By the way, habt ihr mir auch noch geschrieben, dass der Erfahrungsunterschied zwischen Mario und Luigi daher kommt, dass Mario eine Zeit lang die Erfahrungsboost-Stiefel getragen hat. Und die haben wohl nur für Marios Erfahrungspunkte gegolten und nicht für die allgemeinen Erfahrungspunkte. Und das ist der Grund, warum quasi Mario eine Zeit lang deutlich mehr Erfahrung bekommen hat als Luigi. Und dadurch hat Mario eben auch jetzt diesen XP Vorteil. Ich erwarte eigentlich, ich muss zugeben, ich erwarte in dieser Welt noch ziemlich safe einen Bosskampf. Wahrscheinlich, also meine Vermutung sagt mir einen Giganto-Bosskampf, da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher. Na, aber ich bin auf jeden Fall wachsam. So, und jetzt erledige ich direkt diese Mülleimer, bevor hier irgendwas passiert. So, beide sind draufgegangen, das ist das Wichtigste. Die vorne machen mir zwar auch ein bisschen Damage, na, das ist jetzt auch nicht so schön, das sind jetzt auch nicht die angenehmsten Gegner. Um gegen sie zu kämpfen. So, jetzt kann ich probieren, ob ich noch auf einen von denen draufhüpfen kann. Ja, so viel dazu. Oh nee, das läuft gut. Aua. Schau mal, die böllern mich einfach weg. Das ist, die wechseln so schnell. Oh,
Alter, was? Ich habe einfach nur ein KP. Yo. Macht Spaß, gegen euch zu kämpfen. Ihr seid korrekte Dudes. Ich hätte eigentlich... Obwohl, nee. Ich glaube, Sprung ist klüger. Wobei ich mir jetzt gar nicht sicher bin. Wahrscheinlich... Der Hammer wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen, weil der mehrere Gegner gleichzeitig trifft. So, komm. Lass mich bitte die kontern. Lass mich die einfach kontern. Zack. Danke. Schwere Geburten hier, wirklich, wirklich schwere Geburten. Aber ich sehe auch, dass ich gerade noch eine Brüderpunktaufladung da unten habe. Ich war jetzt leider gezwungen. Ich war jetzt tatsächlich gezwungen, meine 80%ige Lebensaufladung zu droppen. Und ihr habt mir auch noch eine sehr gute, einen sehr guten Tipp unten in die Kommentare geschrieben. Und zwar habt ihr gesagt, soll ich doch, wenn ich dann einmal eine 80%ige Aufladung habe, den Profi und den Wunderorden auswählen. Weil das wohl bewirkt... Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ah, in einem großen Raum, aber hier sind noch keine Attackenfragmente. Eins fehlt mir noch. Also quasi, sobald ich soweit bin, dass ich eine 80%ige Aufladung habe, dass ich den Wunderorden und den Profi-Orden nutze. Und das bringt mir wohl... Leute, ich kann hier nichts tun. Ah, nee, stopp. Ich kann doch da jetzt irgendwie hochbouncen, oder? Moment mal. Lass mich mal gucken. So, hier. Ja, wir hüpfen einfach so hoch. Kein Act. Ne? Weil diese Ordenkombination, wo ein Ordeneffekt quasi kopiert, aber sich deutlich schneller auflädt. Das heißt, wir kriegen sehr, sehr schnell eine zweite Ordenaufladung. Als ob ich damit die Bombe nicht erwischen kann. Das ist ja lächerlich. Ich kriege sehr, sehr schnell eine zweite Ordenaufladung auf die 80%ige, wenn ihr versteht, was ich meine. Und das ist das verdammt coole. Jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Das war eine sehr schlechte Erklärung. Ah, nee, ich muss in die andere Richtung drücken, oder? Hallo? Oh ja, das hat funktioniert. Bloß, nein, stopp, Abbruch. Bloß leider ein bisschen zu früh. So. Das war wieder nichts. Ich drück immer B. Ich denke immer, B ist der Way to go für uns. Das war leider nichts. Noch ein Tick später. Das sieht gut aus. Und jetzt nochmal zu so später Stunde. Das war schon mal ein guter Treffer, aber... Damit gebe ich mich noch nicht zufrieden. Ich will natürlich auch die anderen Bomben da oben noch weg haben, weil da ziemlich sicher noch eine zweite Röhre ist, die wir freilegen können. Als ob das zu früh ist. Come on. Sehr schön. Aber auch das reicht noch nicht. Jetzt brauche ich nochmal einen flachen Schuss. Oh nee, der war zu flach, okay. Da muss ich ihn ungefähr in der Mitte treffen. Das war nicht die Mitte, das war zu hoch. Holy shit! Was erwarten die hier von mir? Wahrscheinlich genau das, ne? Pass auf, jetzt nochmal. So sieht's aus. Und jetzt sind wir hier ready. Nein, kein Sturm, auch nicht das. Abbruch. Genau. Da der hintere schwerer zu erreichen war, gehe ich erstmal hier rein. Weil das vielleicht nur Bonus-Content ist. Aber es kann auch sein, dass es hier weitergeht. Ich check mal die Karte ab. Es ist Bonus-Content. Es ist ein Bonusraum. Hier ist die Geburtstagshose. Was die mittlerweile bringt, wissen wir. Da war ein Wunderpilz. Und hier ist das 10. Attackenfragment. Und wir kriegen eine neue Traumattacke. Oh yeah. Es ist die vorletzte, glaube ich. Es ist der Traumwall. Steuere Mario nach links und rechts und stoße Traumlüge mit dem A-Knopf an. Uff. Das wirkt schwierig. Das wirkt im ersten Moment sehr schwierig. So, wir gehen natürlich direkt in den direkt üben Modus. Ich will gar keine Demo haben. Selbst ist der Let's Player. Wir machen das. So schwer kann das ja nicht sein. Okay, wir machen den Traumwall. So, und jetzt muss ich halt immer gucken, wo der hinbaut. Oh, das ist doch zu 100%. Warte mal, ich böller dir mal ein bisschen hier rüber, dass ich den genau... Das ist doch zu 100% auch eine Aufgabe, ja, die bei Block Tilde ist. Das wird richtig gruselig. Ich glaube, das wird richtig... Oh mein Gott. All diese Traum... Ich muss... Das ist so eine dumme Sache. Diese Bonusaufgaben, die sind so psychischer Stress für mich, weil ich einfach wenig Lust habe, mich mit denen zu beschäftigen. Und ich bei jeder Traumattacke die Traumattacke gar nicht selber genießen kann, sondern immer nur dann denke, oh mein Gott, ich will diese Challenge nicht machen. Das ist total retarded. So, aber ich will die jetzt einmal auf Exzellent hinbekommen. Aber weil das so viele einzelne Gegner sind, siehst du es manchmal total schwer, wo Luigi kommt. Ah, aber ich sehe auch gerade, ich darf nicht immer dieselbe Stelle treffen. Das habe ich viel, das schnalle ich jetzt erst. Bam! Was, das war nun super? Okay, ich habe nicht mehr ansatzweise alle wegbekommen. Okay, warte mal, wovon hängt das ab? Wann wir hier ein Super haben und wann Exzellent?
Ich will hier mindestens einmal ein Exzellent haben, sonst gehe ich hier gar nicht raus. So. Okay, dann stoße ich den Instant hier ein bisschen schräg an. Damit der hier quasi immer möglichst viele Orte von dem Luigi-Wald trifft. Da ist das Exzellent. Da ist das Exzellent. Und jetzt böllern wir den hier ein bisschen rüber. Oh, nee. Ich hätte jetzt auf die Wand schießen müssen. Aber es war ein Exzellent, oder? Ja, okay. Das heißt, das Exzellent hängt, glaube ich, nur davon ab, wie oft wir Luigi hin und her spinnen lassen. Ich mache es jetzt noch einmal, einfach nur zu Testzwecken. Ich stelle mich hier direkt ein bisschen rüber, damit wir das hier quasi ein bisschen besser im Griff haben. Immer wichtig, genau, hier möglichst viele Gegner zu erwischen. Immer möglichst schräg das Ganze zu machen, halt nicht so schnell die Lücke hinten zu treffen. Das ist jetzt wieder nur ein Super gewesen, glaube ich, oder? Oder war es ein Exzellent? Hm, aber jetzt sind alle Gegner down. Also Exzellent. Doch, das war ein Exzellent. Okay, wunderbar. Dann habe ich nichts gesagt. Dann habe ich nicht aufgepasst. Okay. Ja, wirkt im ersten Moment wie eine recht nutzlose Attacke. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Ich meine, es trifft auch viele Gegner. Aber gegen Bossgegner. Ja, wir müssen gucken. Wir müssen schauen, wie der Damage Output ist. Ich meine, bei der Traumschwelle war ich am Anfang auch eher so, brauche ich nicht. Aber der Schaden war halt insane. Vielleicht ist der Damage hier auch insane, wirkt mir aber auch wieder eher wie so eine Attacke, die halt auf viele Gegner geht und vielen Gegnern so ein bisschen Schaden macht. Bin ich ja nicht so ein Fan von. Da nehme ich tatsächlich einfach den Traumball. Der Traumball ist einfach die günstigste und auch einfach mit die sinnvollste Attacke. Also so, ich verstehe nicht, warum ich nicht den Traumball nutzen sollte, lol. Wir öffnen den Kampf einfach damit, dass wir beide Mülleimer hinten erledigen. Da sind nochmal 53 Brüderpunkte für uns. Ich spiele jetzt tatsächlich ganz normal einfach mal mit meinem Brüderpunkteorden weiter. Ja, ich muss auf meine Leben aufpassen, aber ich rechne ja nicht damit, dass ich immer so geistesabwesend wie am Anfang des Parts spiele. Das heißt, ich sollte hoffentlich nicht so häufig in lebensbedrohliche Situationen kommen, wobei es halt schon eine beruhigende Sache ist, so eine 80%ige Aufladung unten zu haben. Eventuell werde ich nochmal auf die 80%ige Aufladung switchen und dann vielleicht mal diese Taktik ausprobieren, mit dem Ordeneffekt kopieren. Ich muss mal schauen. Viele Möglichkeiten. Das sind nochmal 700 Erfahrungspunkte. Immer wenn diese Mülleimer dabei sind, dann gibt es hier nochmal ordentlich Erfahrungspunkte. Diese Speerwerfer selber sind gar nicht so effektiv. So, wie sieht es denn hier aus? KP können wir machen. Wow, das ist nicht mal eine 1. Das Spiel will sogar, dass wir KP machen. Zack. Und dann nehmen wir uns die 4 mit. Das war geschenkt. Das war wirklich in Ordnung. Und jetzt ist Luigi schon über 200 KP. Alleine. Das ist stark. Das ist stark. Das ist wirklich viel. So. Und da oben ist nochmal so ein Sperrgeil. Und hier unten sind verdammt viele Items. Sag mir, wo muss ich überhaupt hin? Okay, ich muss einfach nur straight rüberlaufen. Sehe ich das richtig? Ja. Ich muss einfach nur straight rüberlaufen. Und dann nach unten. Ich sollte immer... Oh nein. Jetzt hat er mich hier mit so einer Kotwolke angegriffen. Okay. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir probieren jetzt im Kampf den Traumwall aus. Wir checken mal ab, was der kann. Ich meine, 14 Brüderpunkte ist halt so viel. Das ist mehr als 2 Traumbälle. Aber wir schauen mal nach. Wir schauen mal nach, was hier abgeht. So, immer schön hier schräg schleudern. Ja, okay, also der Damage ist halt schon echt. Der kann sich schon sehen lassen, muss man jetzt einfach mal sagen. Und vor allem, wenn man es halt gut spielt. Oh, sehr gut. Wenn man es gut spielt, dann kann man hier, glaube ich, echt gut reinhauen. War es jetzt ein Exzellent? Ich glaube schon, oder? Bei manchen steht der immer noch super oder so dran, obwohl ich dann, glaube ich, das Exzellent schon hatte. Kein Plan. Ja, sie macht schon Damage. So, sie macht schon Damage. Man muss mal gucken, wie viel das auf einem einzelnen Gegner macht. Aber ob halt dieser Damage 14 Brüderpunkte rechtfertigt, das ist die andere Frage, die ich mir stelle. Da wäre jetzt halt wieder das Orden-Upgrade geil, dass quasi die Brüderattacken alle Hälfte der BP kosten. So, dann kannst du die Spam as shit und du machst gar keine Gedanken mehr darüber. Da fliegt ein Speer. Aber auf seinen Kopf fliegt auch mein Schuh. Punchline-Boss. Und da, das ist deswegen immer mit einem Sprung eröffnen, dass hier schön die Metallkugeln runterrattern. So, und hier machen wir jetzt... Ich mach kurz einen Prozess mit denen. Ich muss sagen, ich habe von dieser Traumwelt mittlerweile so ein bisschen die Schnauze voll. Was heißt die Schnauze voll? Aber es ist einfach... Es passiert hier einfach nicht viel. Und wenn ich mich jetzt ja auch noch ewig lang in... Oh boy, das wird kein Exzellent, glaube ich. Wenn ich mich jetzt ja auch noch ewig lang in diesen ganzen Kämpfen aufhalte, dann komme ich hier ja noch schneller nicht raus. Und deswegen mache ich jetzt hier einfach kurzen Prozess mit denen. Das war vielleicht ein bisschen zu früh. Wir haben aber trotzdem alle erwischt. Ja, Traumball ist... Mit dem Traumball machst du nichts falsch. Der macht sein Damage. Der ist so gut wie immer auf Exzellent. Da kannst du nicht viel falsch machen. Du triffst genau die Gegner, die du willst. Das ist perfekt. So... Der ist genau so, wie man ihn will. Das ist eine Traumattacke nach Maß. So, warum ist hier ein Knopf? Ah, der macht oben die Schirme auf.
Auf Zeit oder immer? Ah, ich muss hier wahrscheinlich 4 Knöpfe finden. Ah, yes, I see, okay. Das könnte cool sein. Aber, ah lol, das ist nur die Pustefähigkeit. Ich dachte, das wäre die Verwandlungsfähigkeit. Haben wir das im Hintergrund, was da ist? Nee, das ist im Vordergrund. Okay, wir müssen 4 stabile Knöpfe finden. Hier der Plattform-Switch, den habe ich jetzt gerade einfach mal intuitiv gemacht, muss ich zugeben. Muss ich jetzt hier nochmal? Ja. Man muss das fast immer schon ein bisschen früher machen, weil Luigi immer noch ein bisschen Zeit braucht, bis er dann letztendlich niest. So, aber da ist Nummer 2. Das ist der zweite Schirm. Yeah. So, und ich glaube, man sieht halt auch immer, ob man den Knopf verpasst. Haben wir einen verpasst? Okay. Das checken wir gleich ab. Da sind meine 50er-Coin. Da oben ist direkt nochmal Cash. Ja, das ist jetzt... Sieht jetzt nicht so aus, als ob das alles jetzt irgendwie hardcore versteckt wäre. Aber hier gehen wir mal drauf, dass wir die alle waagerecht drehen, genau. Dann kommen wir quasi schon an den Knopf besser ran. So, und warum sollte ich hier nach oben gehen? Aha! Oh nein, das ist das Cash. Da war ein Geheimkarton. Der ist nicht so sinnvoll, aber das Geld ist sinnvoll. Wir haben mittlerweile nämlich über 30.000 Münzen. Ich habe es gar nicht genau auf dem Schirm. Es sind 32.000 sogar schon. Also, Leute, Cash. Cash rules everything around me, kann ich in dem Game nur sagen. Das ist echt krass. So, warum bin ich jetzt hier? Da komme ich nicht hoch. Mhm. Okay, dann werde ich hier mal niesen. Weil da hinten rote Plattformen kommen. Und die saven mich. Beziehungsweise eine rote Plattform, um genau zu sein. Dann nehme ich mir noch den 10er hier mit. Aktiviere den 3. Schirm. Und dann müssen wir noch irgendwie schauen, wie wir an den 4. Knopf rankommen. Das sah jetzt ein bisschen verwirrend aus. Ich glaube, da haben wir irgendwas mit... nochmal, müssen wir dann nochmal die Ding drehen? Oder warten wir? Ja, doch. Wir holen uns hier die grüne Plattform wieder nach oben und dann müssen wir nochmal, glaube ich, die Drehung machen, weil die roten Plattformen, die ich jetzt zum Weiterkommen brauche, nicht so sind, wie ich sie will. Oder? Nee, das ist schon korrekt. Aha. Die roten können sich gar nicht drehen. Aber ich komme jetzt hier rüber. Ultrapilz, genau. Und dann macht Luigi nochmal den Niesele. Ne, da musst du noch mal ein bisschen Hatzi machen. Und dann ist der letzte Schirm offen und es geht oben für uns weiter. Ich würde mich tatsächlich freuen, wenn wir mal wieder einen richtigen Bosskampf in der Traumwelt hätten. Die finde ich eigentlich immer sehr, sehr cool, weil einfach die gefühlt halt alle Attacken in der Traumwelt viel mächtiger sind. Aber ich vermute fast einen Gigantokampf, muss ich zugeben. So, es ist einfach mal wieder, es ist so... Gefühlt ist es einfach mal wieder Zeit dafür. Aber wir werden das Ganze mal bei Gelegenheit abchecken, weil ich glaube, wir sind jetzt am Ende. Also ich meine, wir haben die Traumattacke bekommen, wir haben schon echt viele Challenges hier gelöst. Und die Karte wirkt auch schon recht ausgefüllt. Also ich glaube nicht, dass da noch Großes auf uns zukommt. Schauen wir nach, wo uns diese Röhre hinbringt. Das wird gleich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Jawohl, da oben ist der Splitter. So... Ich vermute, jetzt kommt ein Speicherblock. Ja, genau. Vor einem Bosskampf. Also, dass einer kommt, ich denke, das war safe. Die Frage ist jetzt nur, Gigantokampf oder Standardgrößenkampf? Warte mal, ich check nochmal kurz meine Leben ab. ja, Mario, können wir nochmal hier so einen Standardpilz geben? Luigi auch. Ich meine, why not? Brüderpunkte haben beide die Hälfte. Ja, das passt schon. Das passt schon. Was geht hier ab? Oh, lol. Hier ist Kissinger. Oh, eieiei. Kolossal, wenn da ein Kisso drin ist. Ist der uns nachgereist? Ho, das ist so kolossal, da verfalle ich glatten Selbstgespräche. Ho, da geht einem das Herz auf, wenn man jetzt so etwas sieht. Bratan, alles gut bei dir? Oh! Sei mit einem kolossalen Schrecken eingejagt. Luigi versucht ihm klarzumachen, dass wir einen Splitter brauchen. Oho, die Herren Schnauzbartträger wollen wohl wahrscheinlich den Albtraumsplitter hier bewundern. Ich gönne mir das einzigartige Vergnügen jeden Tag. Aber für die Herren ist es wohl das erste Mal. Meine Leidenschaft ist die Erforschung der antiken Kisso-Kultur. Ich halte es somit für meine Pflicht, den Herren eine Lektion über diesen Albtraumsplitter zu erteilen. Wenn ich die Herren belehren darf, es handelt sich hier um einen Albtraumsplitter.
Nee, echt. In seinem Inneren ruht ein Vertreter des Volks der Kisse. Ich verlasse mich darauf, dass die Herren das nicht überall herumposaunen. Und der Kisso, in diesem Albtraumschlitter ist kein gewöhnlicher Kisso, zumindest deuten alle Anzeichen darauf hin. In Laiensprache ausgedrückt, es ist ein enormes, extremes, elementares, elitäres Exemplar. Zumindest tusche man sich das in den Studierstuben zu. Soweit schon Bedarf an dem einen oder anderen Exkurs? Nee, eigentlich nicht. Wie bitte? Die Herren möchten wissen, wie man den herausbekommt? Oh, eine kühne Frage für einen Laien. Wie wär's mit den beiden orangenen Boxen? Rein theoretisch sollte man in den Atomschütter kommen, wenn man an diesen Blöcke dort springt. Mhm. Allerdings wird dadurch gleichzeitig ein gigantischer Wächterfall gesetzt. Rein theoretisch, versteht sich. Okay, ein Gigantokampf. Die historischen Quellen belegen eindeutig, dass es verschiedene Individuen auf diese Weise in die Splitter kommen wollten, aber der Wächter hat ohne Ausnahme kurzen Prozess mit ihnen gemacht. Aus diesem Grund traut sich niemand mehr, auch nur daran zu denken. Ja, Mario holt sich das okay von Luigi. Als Wissenschaftler beschränke ich mich ohnehin auf die theoretische Erörterung des Themas. Aber wie dem auch sei, ich muss sowieso noch ein paar Quellen für meinen Artikel in der nächsten Ausgabe von Studia Kissologie abgleichen. Schönen Tag noch, die Herren. Peace. Hier wird es dich richtig ekelhaft und ich will nicht dabei sein. Okay, ein Gigantokampf gegen einen Riesenwächter. Wenn ich das richtig verstehe. Jetzt ist Luigi nass geworden. Why? Jetzt hat er einen Eimer auf den Schädel bekommen. Why? Warnung, Sperrgebiet, verschwindet, letzte Warnung. Okay, also der Wächter meldet sich. Oh, Bro. Ei. Meine Herren, das ist das Ende. Das Ende, Der Wächter naht. Der Wächter, von dem ich sprach, er ist im Anmarsch und er ist mächtig angesäuert. Eindringlinge verjagen, fiese Bärte, sauer. Kartoffeln, Eier frisch vom Hof. Also dann, die Herren, ich zieh mich zurück. Schönen Tag noch, peace. Ich bin sehr gespannt, was hier jetzt abgeht. Das ist ein Transformers. Hat er auch einen Körper? Synchronisation steigern, starte Transmodus 1. Ich bereite schon mal meinen Stick vor zum Kämpfen. Ah, der baut sich aus diesen Häusern zusammen. Okay, es ist wirklich ein Transformers. Oh, shit. Damn, boy. Turmwach synchronisiert. Ziel wird eliminiert. Luigi? Let's go, der Hase. Luigi, alles in Ordnung? Ob ich gleich eine Stelle nochmal berühren sollte? Das solltest du. So, und da kommen jetzt ganz, ganz viele Luigis an. Um Traum-Luigi zu unterstützen. Und Mario ist in Gefahr. Mache ich irgendwas falsch? Ich glaube, ich habe nicht lang genug drauf gedrückt. Oh boy. Und der Screen dreht sich wieder. Und Freunde, ich werde euch natürlich auch drehen. Keine Frage. Hier wären wir. Und der Gigantokampf geht los. Alles klar. Ich bin ready. Ich muss noch mein Mikrofon hier ein bisschen beiseite tun. So, weil mir bringt jetzt mein PC-Bild hier nichts mehr. Ich muss es wieder auf meinen aufrechten 3DS gucken, ne? Der scootert hier rum. Das ist legit ein Transformers, nichts anderes. Okay. Hoffentlich weiß ich noch, wie man hier kämpft und alles. Nice. Da wären wir. Ich bin guter Dinge. Oh, müssen wir ihn ins Wasser schubsen? Ich habe einen Plan. Treib ihn in die See und greif ihn dann an.
Aber hinter uns ist auch See. Alles klar. Das ist so eine Art Schiebekampf. Traum, Luigi. Konzentrier dich. Du bist abgelenkt. Du kannst dieses riesige Monster-Ding besiegen. Hoffe ich, Freunde. Hoffe ich. Also, wir müssen uns schieben. Das heißt wahrscheinlich, dass Hammerschläge, vor allem der Hammerhaken, den Böse nach hinten feuern dürfen. Bäm! Ein exzellenter Schlag in die Klöten, ne? Oh ja. Der rutscht instant ins Wasser? Der ist instant im Wasser. Geschafft. Wenn er wieder auftaucht, gib ihm Saures. Ich bin dabei. Achso, wir müssen häufiger. Oh, verdammt, das war nur ein Super. Oh, nee. Ach nee, wir können ihm nochmal. Bäm. Exzellent. Okay. Das würde ich sagen, war eine stabile erste Runde. Ah, und jetzt baut er sich hinter uns wieder zusammen. Kann das sein? Boah, wie wir die Stadt zerstören. Wie episch das in Szene gesetzt ist. Holy shit. Richtig cool. Wirklich, wirklich cool. So, okay. Er holt sich einen Helm. Oh, wow. Was für ein Panzer. So wird er sicher sich kaum bewegen lassen. Wenn du ihn nur zerschlagen könntest. Soll ich einfach nochmal den aufrechten Schlag nehmen? Ich meine, why not, oder? Exzellent. Ich habe ihn ein bisschen nach hinten gedrängt. Okay, jetzt ist er dran. Was muss ich tun? Was macht er jetzt für einen Move? Ich mache mich ready. Ach so! Wir müssen ihm die Blöcke hier weghauen. Ich glaube, ich habe alle erwischt, oder? Okay, Moment. Yes, wir haben ihn. Puh. Gute Abwehr, Luigi. Nicht schlecht. So, aber irgendwie, das hat uns noch nicht mit dem Panzer geholfen. Da der setzt sich ja seinen Helm auf. Sollen wir ihn mal von der Seite prügeln? Ich probiere mal, was passiert, wenn wir von der Seite draufhauen. So. Exzellent. Oh, lol. Aber jetzt habe ich ihm seinen Körper weggezündet. Oh, aber auch das scheint ihn nicht zu jucken. Okay, ich werde vielleicht mal versuchen, drauf zu springen. Oder ich mache nochmal einen Haken von unten. Das hat ja vorhin eigentlich recht gut funktioniert. Okay, er macht einen riesigen Ball. Oh, der hat mich erwischt. Hä? Hätte ich da... Bin ich zu früh gehüpft? Wahrscheinlich. So, jetzt kommt wieder der da, ne? Okay. Warte mal, welche Bro-Attacke hatte ich mit Mario? Hier, Schraubstampfer. Naja, warum nicht? Warum nicht? Okay. Vielleicht können wir den kaputt... Ja! Wir können den kaputt bohren. Exzellent! Oder? Bricht sein Helm? Er bricht. Yes. Okay, das war die richtige Attacke. Und Mario ist erschöpft, aber das ist in Ordnung. Und er macht nochmal eine neue Attacke. Okay, was beschwört er? Warte mal, okay, warte mal. Haben die Farben was mit Mario und Luigi zu tun? Ich werde mal von der Seite reinprügeln. Ich meine, warum nicht, oder? So, immerhin mal einen weggehauen. Okay. Ah, ich weiß, was sie tun müssen. Der geht nochmal nach oben. Verdammt, aber ja, Mario wurde weggezimmert. Alles klar, kein Problem. So, ich mache wieder den Haken. Vielleicht ist hinter ihm wieder Wasser. Das wurde jetzt gar nicht mehr genauer erläutert. Ich weiß nicht, ob ich den nochmal ins Wasser schleudern kann. Aber er rutscht auf jeden Fall nach hinten. Ich glaube, das ist in Ordnung. Ja, ich glaube, da hinten ist wieder Wasser. Das passt. Okay, er macht nochmal einen neuen Move. What the hell? Er wird ein Riesenhammer. Okay, oben Seite. Was muss ich tun? Oh, lol. Okay. Oh, lol. Wie schwer ist denn das Timing hier? Das ist sauschwer. Ah, jetzt habe ich's. Ich hab! Okay, ich hab ihn nochmal.
Yes! Okay, das war irgend so ein Mega-Move, den er machen wollte. Das war gut, dass wir den gekontert haben, aber es hätte besser sein können. Es hätte wirklich besser laufen können. Verdammt! Nicht cool. Aber jetzt müsste ich ihn mit einem Hammeraufschwung hinten ins Wasser befördern können. Oh nein, das war nun super! Okay, egal. So, jetzt müssen wir ihn wiedergeben. Jetzt müssen wir ihn wiedergeben. Mario ist ja leider weg. So. Ich glaube, das war in Ordnung. Ich glaube, das war in Ordnung. Ich glaube, das war sehr gut. So, und jetzt können wir ihn wieder geben, oder? Bam! Exzellent. Er hat nur noch ein Viertel Leben. Wir haben ein bisschen mehr als die Hälfte noch. So, und der baut sich wieder zusammen. Und Luigi rennt hinterher. Ich hoffe, Mario kommt gleich wieder zurück. Dann können wir nochmal eine Brüderattacke starten. Und dann dürfte der gar nicht mehr viel haben. Panzerform. Oh boy. Wird er jetzt wirklich ein Panzer? Oder nee, er schützt sich einfach nur. Ah, okay, er hat sich von allen Seiten geschützt. So ein dicker Panzer, jetzt kriegst du den nie weg. Ihn stückweise zu zerstören wollen, bringt auch nichts. Versuch den Panzer mit einem Mal zu pulverisieren. Wie darf ich mir das vorstellen? Ich denke, ich werde wieder so einen Drehsprung einsetzen, oder? Was anderes bleibt mir ja gar nicht übrig. Okay, jetzt aufpassen, dass ich hier schleunigst spinne. Mhm. Ja, okay, okay. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Exzellent, okay. Da müsste ich doch jetzt eigentlich... Also, sein Helm ist auf jeden Fall down. Das war die komplette Vernichtung des Panzers. Sehr geil. Sehr, sehr, sehr gut. Lang steht der nicht mehr. Lang steht der Dude nicht mehr. Oh, what? Der explodiert. Was ist denn jetzt los? Er schwächelt. Der hat nicht damit gerechnet, dass wir seinen Panzer kaputt machen. Schaden, kolossal, fiese Bärte muss besiegen. Okay, der Dude steht kurz vorm Ende. Ah, er macht nochmal den Move. In Ordnung. Okay. Okay, warte mal. Ich prügel nach oben. Ich prüge nach oben. Weil ich damit alle auf einmal vernichte. Genau, und dann bleiben nur noch vier übrig. So, und jetzt weiß ich, was ich hier tun muss. So. Hüpfen. Ducken. Ducken. Hüpfen. Yes. Das war in Ordnung. Und ihn, ich feuere ihn einfach nach hinten so. Das wird schon okay sein. Ich glaube, es ist eigentlich ziemlich egal, was wir hier tun. Ah, nee, das macht ihm wenig Damage. Das macht ihm... Vielleicht würde Springen mehr Schaden machen? Ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher. Macht jetzt nochmal den Move? Ah, okay. Aber da sollte ich jetzt besser sein als davor. Okay, ich muss schneller sein. Der ist schneller geworden. Oh, shit. Ja. Mhm. Ja. Das war zu früh. Das war zu früh. Yes! Okay. Solange ich den finalen Move immer noch blocke, ist alles gut. Aber diese Kämpfe sind ganz schön fies. Weil die sind so konzipiert, dass du den Gegner nicht einfach pulverisieren kannst. Außer du konterst halt alles. Aber das Spiel achtet sehr darauf, dass die Kämpfe immer auf einer relativ ausgeglichenen Basis laufen. So, sie lassen den Gegner einfach krassere Attacken machen, wenn du irgendwie zu viele Leben hast oder so. Und sie sorgen halt dafür, dass der Gegner nicht genügend Damage kriegt, wenn er irgendwie schon böse am Leiden ist. Also es ist ein bisschen fies, aber es macht es halt auch irgendwo deswegen herausfordernder. Und da gibt es halt immer solche Finisher-Moves, wie diese Kämpfe, also wie diese Punkte hier. So, eigentlich, du kannst so gut kämpfen, wie du willst. Am Ende musst du ihn wahrscheinlich dreimal ins Wasser boxen und bis dahin überleben. So, ich denke, so sind die ein bisschen konzipiert. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber jetzt haben wir es. Es wird Zeit für den Finishing-Move. Ich hoffe, ich treffe wieder die Mitte. Wir haben sie bisher zweimal getroffen. Irgendwann muss der Moment kommen, wo wir mal failen. Schauen wir mal. Jetzt ist es soweit. Gib ihm, Mario. Gib ihm. Wunderbar. Der Gegner ist geschwächt und reif für den finalen Angriff. Gib ihm mit deiner ganzen speziellen Attacke den Rest. Yes. Okay. Tschüss. Destroyen wir ihn. So, jetzt muss ich wieder zielen. Aufpassen.
Ah, nee. Das ist echt schwer. Und vor allem, ich glaube, ich hatte den Gyrosensor gerade wieder nicht richtig ausgerichtet. Ach, nicht schlimm. Nicht weiter schlimm. Es sind nur normale Geschenke, keine exzellenten Geschenke, aber damit bin ich cool. Angriffshandschuhe plus Ultrapilz Ultra Sirup Frischwurz. Optimal, alles cool. Stresst mich nicht weiter, bin ich ganz ehrlich zu euch. So, und jetzt müssen wir, glaube ich, wieder das System drehen, vermute ich. Yes, wir kehren wieder in die Normalität zurück. So. Und damit sollten wir jetzt in der Lage sein, den Albtraumsplitter zu zerstören. Los, wenn ihr den Splitter zerschmettert, ist Batchmeat frei. Bam! Der sieht sehr nerdig aus. Freiheit, ich danke euch. Du hast Batchmeat gerettet. Cool. Das heißt, Ultibet ist damit eigentlich so gut wie fertig. Und Penhenne ist damit auch schon auf dem Weg. Und das heißt, Bowsers Festung ist bald nur noch Pulver. Phantasma, zeig dich, du elendiger Schurke. Mein Meister der Gerechtigkeit, Name des Zorns erwarten dich. Moment, what? Wo bin ich eigentlich und was treibe ich hier? Batchmeat! Oh, wenn das nicht der weiche, flauschige Prinz Traumbart ist. Die Gegenwart eurer Majestät erfüllt mich nur mit einem Wunsch. Ich muss ein Nickerchen auf eure Kuscheligkeit machen. Traumbart? Will der jetzt echt auf einem Kisso-König-Siesta halten? Naja, er war schon immer etwas, naja, sagen wir mal, schwierig, ne? Aber er ist einer der besten Batchmiede, deshalb nennt man ihn ja auch Batchmeat. Okay, wenn du das sagst. Hör zu, Batchmeat. Damals in der großen Schlacht, Albtraumschlitter haben uns alle zu Steinkissen werden lassen. Die zwei tapferen Brüder hier helfen uns, die anderen Kisse vor in ihrem Fluch zu erlösen. Yeah, weil wir so cool sind. Ah, so ist das also, hm? Ich wusste nicht, dass unser Volk solches Leid erfahren hat. Ein riesiger Schock. Und das ist nicht alles. Phantasma ist auch auf die Insel zurückgekehrt. Er hat sich mit Bowser verbündet und jetzt wollen die beiden gemeinsam die Welt erobern. Wir brauchen deine Hilfe, um sie zu stoppen. Ah, das ist das entschlossene Gesicht eines Prinzen in der Stunde der Not. Wenn ich es sehe, will ich nur noch auf euch schlafen. Aber ich, ja, okay. Ich halte mich im Ganzen, okay? Ich bin ein armer Bettenschmied. Ich erschaffe Schönheit, keine Waffen. Das ist genau das, was hier zählt. Ich, verstehe. Ihr wollt, dass ich Phantasma mit absoluter Schönheit blende. Bäh. Was? Nein, das war ernst gemeint. Du bist ein Bettenschmied. Du musst das Ultibett für uns bauen. Das Ultibett? Das kann ich nicht, dafür bräuchte ich. Wir haben bereits alle Teile gesammelt. Was habt ihr noch, Jungs, oder? Verstehe, das macht alles viel, viel leichter. Dann will ich das Ultibett ohne weitere Verzögerung für euch bauen. Warte, wo willst du hin? In den Somnamwald. Dort ist meine Werkstatt. Ich eile voran. Folgt mir und bringt die Dösteile. Nach so langer Zeit wieder ein Bett bauen. Batchmeat ist erregt. Erregt also. In Ordnung. Wir sollten ihm besser folgen. Der dreht wahrscheinlich voll hohl. Ich habe absolut keine Ahnung, was gerade passiert ist. Aber als Kisteforscher weiß ich eines. Das war, der eskaliert vollkommen kolossal. Wollte gerade sagen, vor dem spielt sich gerade insane Szenen ab. Batchmeat hat gesagt, er erwartet uns im Somnamwald. Wir sollten so schnell wie möglich dorthin. Jetzt also zum Somnamwald. Ein mystischer alter Wald. Er liegt östlich des Pilzwaldparks. Machen wir uns auf den Weg. Wir müssen Batchmeat treffen. Und wir müssen ihn dazu bringen, das Ultibett für uns zu bauen. Oh yes. Und das machen wir beim nächsten Mal, meine lieben Freunde. Danke fürs dabei sein. Das war Mario Luigi Dream Team Boss für heute. Bis zum nächsten Mal. Euer Hübi.